Herzlich willkommen zurück bei Jo's Easy Kitchen. Ich bin der Jo, hinter der Kamera ist der. Und wir sagen danke für 500 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen heute mit einem kleinen Q&A um die Ecke. Und ich werde mich jetzt von Graham befragen lassen. Der hat sich Fragen ausgesucht, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Falls ihr unseren Instagram-Account noch nicht abonniert habt, der erste Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, Graham, wir starten einfach mal. Was sind deine Lieblingsgewürze? Was sind meine Lieblingsgewürze? Meine Lieblingsgewürze sind natürliche Gewürze. Also ich versuche, meine Lebensmittel, mein Essen immer so zu würzen. So natürlich wie möglich. Salz, Pfeffer sind eigentlich die Basic-Sachen, die für mich eigentlich fast überall mit reinkommen. Ich versuche aber so viel wie möglich zu verzichten auf Geschmacksverstärker, auf Brühpulver oder sonst irgendwas. Ihr nehmt das natürlich auch für das ein oder andere Video, aber ich versuche alles so natürlich wie möglich zu würzen. Ein richtiges Lieblingsgewürz habe ich leider nicht. Kochst du mal ein Cannabis-Rezept? Da kannst du dich gerne mal bei unserer Regierung melden und mal nachfragen, wann sie denn den Spaß legalisieren. Nee, aber mal Spaß beiseite. Würde ich lieben gern machen, bloß natürlich ist es nicht legal in Deutschland. Vielleicht finden wir mal eine Möglichkeit, in Amsterdam mal ein Video zu drehen oder sowas von dir. Richtung. Müssen wir schauen, was natürlich auch die Richtlinien sagen, genauso wie Artikel 13. Und ja, ich würde es auf jeden Fall lieben gern machen. Was hat dich inspiriert, Koch zu werden? Damals in der Realschule wusste ich nicht genau, was ich in der 9. Klasse als Praktikum machen sollte. Und zu dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Kochshows angeguckt, im Fernseher mit meiner Mom zusammen. Und ich dachte mir so, ja, warum nicht einmal reinschauen? Meine ersten Auftritte in der Küche hatte ich damals, so, glaube ich, schon mal mit 8, 9 oder 10. Ich habe da so Sommerferienprogramme gemacht, es hat mir Spaß gemacht. Habe dann das Praktikum gemacht und daraus hat sich eine riesen Liebe zum Kochen und eine Riesensucht zu der Gastronomie entwickelt und jetzt bin ich seit 10 Jahren in der Gastronomie tätig. Zwar nicht immer als Koch, aber ja, das hat mich eigentlich so damals. Damals wollte ich immer Fernsehkoch werden, jetzt bin ich YouTube-Koch. Die Leute sagen, du riechst so gut. Was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis, wie vorher schon gesagt, natürlich würzen, deswegen auch natürlich riechen. Ich kann euch empfehlen, den Brokkoli 3011, abstämmig von den Indikas, kann ich euch nur empfehlen. Ich werde euch jetzt auch mal zeigen, wie ich das Ganze an mir anwende. Also ich nehme ein Bart, hebe mir nach oben und dann wird hier richtig schön ein. Gesaut, bisschen da. Da ist natürlich ein bisschen nass, dass ein bisschen mehr Feuchtigkeit auch dazu kommt. Das ist gut für die Haut, dann glänzt die auch schön. Man kann ihn auch nutzen für die Frauen als Puder. Dazu kann ich euch auch nochmal einen Tipp geben. Ich habe auch immer einen geilen Tipp für eine Gesichtsmaske. Man nehme Hanfprotein, man nehme eine Handvoll und ballert sich das einfach ins Gesicht. Somit bekommt ihr auch die perfekte Haut hin, danach nochmal schnell duschen gehen und dann ist alles perfekt. Wie viel Zeit investierst du wöchentlich in YouTube? Also ich würde sagen zwischen 5 und 10 Stunden am Tag, also so ja 30 bis 70, 80 Stunden in der Woche. Also kommt immer darauf an, was natürlich, welche Videos wir produzieren, was will ich produzieren. Natürlich müssen wir auch immer irgendwelche Inspirationen holen und so weiter. Es ist sehr viel Recherche, Organisation natürlich auch mit unserem neuen YouTube-Konzept. Und ja, es ist sehr viel Zeit, aber ich würde sagen, wir machen das Richtige, weil wir investieren die Zeit in unser Hobby und nicht in irgendeinen Bullshit, der uns nicht weiterbringt. Kann man ein Spiegelei in der Mikrowelle machen? Ich schon. Woher kennst du Graham? Ich komme ja nicht aus München und habe natürlich auch eine Wohnung hier gebraucht und da hat mir eine Freundin aus der Heimat hat mir geschrieben, ey, ich habe einen Kumpel, der zieht bald weg, der braucht einen Nachmieter, schau dir das doch gerne mal an. Und ich habe dann, ja, kurzerhand, dann habe ich mich mit ihm verabredet, bin zur Wohnungsbesichtigung und während dieser Wohnungsbesichtigung habe ich dann den guten alten Graham kennengelernt und inzwischen hat sich daraus eine sehr, sehr enge Freundschaft entwickelt und jetzt in 2 Wochen wohnen wir dann auch schon 1 Jahr lang zusammen. Wie kamst du darauf, YouTube zu machen? Ich habe vor 5 Jahren schon die Idee gehabt, yo, mach doch mal sowas Richtung YouTube, sonst irgendwas. Und habe dann auch vor ungefähr 4 Jahren mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das waren damals so Travel-Vlogs von Australien. Ich hoffe, die hat niemand von euch gesehen, weil die sind echt räudig. Aber damals hat schon jeder zu mir gesagt, vergiss es, du bist viel zu spät dran. Das hat keine Zukunft und so, du bist viel zu klein. Du wirst da nie damit Geld verdienen oder sonst irgendwas. Und ich denke mir halt heute, ich habe ein Hobby. Das ist mein Hobby, womit ich eigentlich am meisten Zeit verbringe. Natürlich wäre es mal schön, damit Geld zu verdienen. Aber mir macht Spaß und deswegen mache ich einfach weiter und lasse mich nie von anderen reinreden, was ich machen soll oder nicht. Weil am Ende des Tages geht es darum, worauf ich Bock habe, wie glücklich ich bin und nicht die anderen. In diesem Sinne, Grüße gehen an die Hater. Wann hast du Geburtstag? Ich bin am 24.01.95 geboren. Ich bin jetzt 24 geworden und bald kommt das Vierteljahrhundert und ich werde alt. Mein Rücken. Was war deine größte Lebenserfahrung?
Meine größte Lebenserfahrung war definitiv mein 5-monatiger Aufenthalt in Australien. In der Zeit hatte ich sehr, sehr viele Höhen und Tiefen und ich habe das erste Mal gelernt, für mich selbstständig was zu organisieren und auch selbstständig unterwegs zu sein und auch ein anderes Land, andere Kultur, andere Sprache, weil damals war mein Englisch auch richtig räudig. Das war eine geile Erfahrung und ich kann es jedem raten, wenn er noch jung ist, ins Ausland zu gehen und am besten alleine. Ich war mal am Anfang mit Kollegen unterwegs. Ich kann es aber auf jeden Fall jedem empfehlen, alleine zu reisen, weil die persönliche Entwicklung, die man in der Zeit macht, ist unglaublich. Und ich würde auch behaupten, dass diese Zeit in Australien mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Hatte Noah auch Fische auf seiner Eiche dabei? Gute Frage. Also wenn ich überlegen müsste, wo die Fische sein könnten, würde ich sagen unter Deck, in seinem Aquarium oder sowas. Warum ist auf saurer Sahne ein Verfallsdatum? Gute Frage. Nächste Frage. Bist du ein Wikinger? Mal überlegen. So, ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Falls ihr natürlich noch Fragen an mich habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Ich werde auf jeden Fall auf alle eingehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Video. Nächste Woche kommt auf jeden Fall das absolut meiner Meinung nach unterhaltsamste und witzigste Video, was wir jemals gedreht haben. Teil 2 unseres Koch-Battles. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Einen guten Tag.